Wir haben bei der DFGVK häufig Fälle wie dich, aber letztlich scheitern alle am pazifistischen Dilemma. Kein Schwein würde dabei zugucken, wie nordkoreanische Soldaten die eigene Mutter vergewaltigen, wenn er dabei ein geladenes Maschinengewehr in der Hand hält. Aber genau das werden sie dich fragen bei der Anhörung. Und darauf musst du eine gute Antwort haben. Warum hast du eigentlich verweigert, Heiner? Ja, nach meiner Auffassung ist die Bundeswehr nur ein Instrument der imperialistischen Aggression gegen die friedliebenden sozialistischen Länder. Aber das kannst du natürlich bei der Anhörung nicht sagen. Wohl nicht. Weißt du, dass in der DDR, in den Kasernen, es eine Wochenendbereitschaft von 90% gibt? Was soll das denn jetzt? Ja, wenn du mir was von imperialistischer Aggression erzählst. Das heißt, wenn wir von der NATO jener Kneipe sitzen, sitzen die in ihren Kasernen. Warum gehen die kein Trinken, wenn die so friedliebend sind? Nee, Sibylle, da habe ich keinen Bock drauf. Du hast mir gesagt, hier bräuchte jemand Hilfe beim Verweigern. Jetzt höre ich mir hier so kalte Kriegspropaganda an. Heiner, warte mal. Nee, so eine junge Union-Scheiße, da habe ich keinen Bock drauf jetzt. Komischer Typ.